Auf ein kurzes Wort. Warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? So fragt seit der Antike, der Zeit Jesu, der Jüngste am Tisch beim Pascha-Abend. Nicht, dass man es nicht wüsste, aber diese Frage ist Auslöser für eine Erzählstunde. Das Pascha-Fest, das Erinnerungsfest an den Auszug aus Ägypten, gilt für die Gegenwart, denn so wird es dann der Älteste, der Chef, wenn man so möchte, in jener Runde formulieren: Wir sind aus Ägypten ausgezogen. Eine Erinnerungsstunde, in der die Zeit übersprungen wird. Nicht einfach Erinnerung an Vergangenes, sondern durch Erinnerung wird Vergangenheit zur Gegenwart. Warum ist diese Nacht so ganz anders als alle anderen Nächte? So wird es der Jüngste aus dem Kreis der Schüler, der Jünger Jesu auch gefragt haben. Und auch hier wird der Chef, Jesus selbst, gesagt haben: Wir sind aus der Sklaverei des ägyptischen Pharao befreit worden. Aber Jesus, der Herr, wird noch eins drauflegen. Er wird von einer endgültigen Befreiung erzählen, die jetzt nicht Erinnerung an Vergangenheit ist, sondern, so paradox das klingen mag, Erinnerung an die Zukunft. Erinnerung an die Zukunft des morgigen Karfreitags. Und er wird vom Tisch des Pascha-Mahles das Brot und den Wein nehmen in dieser häuslichen Gebetsrunde und wird das Brot und den Trank der Tränen auf die Tränen des morgigen Tages deuten, auf sich, auf eine Befreiung, die nie Vergangenheit wird. Das ist mein Leib, das bin ich. Das ist mein Blut, das bin ich. Das Blut, das vergossen werden wird, wie es im Text heißt, nämlich morgen. Und deswegen ist diese Nacht so ganz anders als alle anderen Nächte. Und seit der Zeit Jesu hat die Christenheit nicht aufgehört, eine Erinnerung an die Zukunft zu wagen. An eine Befreiung, die Befreiung aus dem Tod ist. Erinnerung ist nicht einfach ein Spiel, sondern setzt neue Wirklichkeit. Tut dies zu meinem Gedächtnis, wird der Herr sagen. Und wenn wir uns erinnern, eine Erzählgemeinschaft für eine Hoffnung bilden, die nie vergangen wird, dann ist das nicht einfach nur, ja, ein abgeschmacktes Erinnern, sondern indem wir dies tun, erinnert sich Gott an uns, wie er sich in jener Stunde tief und unerschütterlich an Jesus und die Seinen erinnert hat und ihnen inne geworden ist. Nehmt und esst. Der Gott der Zukunft also als Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte. Und in diesem Jahr ist sie besonders anders. Die Erinnerungsgemeinschaft kann nicht zusammenkommen. Oder vielleicht doch. Schwestern und Brüder, und das nicht als fromme Floskel, sondern als das, was wir sind,
Begreifen wir diesen Gründonnerstag, der so anders ist als alle anderen Gründonnerstage, als Appell, eine Erinnerungsgemeinschaft bei uns zu Hause zu halten, wo Gott nicht fehlt. Erzählen wir vielleicht von unseren Sorgen, aber auch von unseren Hoffnungen auf Gott. Und überspringen wir so die Gegenwart, indem wir die Zukunft erinnern. Lesen wir vielleicht die Geschichten des letzten Males Jesu mit den Seinen. Lesen wir vielleicht die Erzählung vom ersten Pascha-Fest aus dem Buch Exodus. Und lassen wir vielleicht auch den oder die Jüngste aus unserem Kreis die Fragen stellen. Warum ist das so anders als sonst? Und geben wir Antworten. Die Kirche ist Erinnerungsgemeinschaft. Ob im Kirchbau und viel wichtiger, zu Hause. Also, Erinnerung an das, was wir nicht verlieren wollen, was wir nicht verlieren können, weil sich in der Erinnerung Gott an dich erinnert. Und wer alleine zu Hause ist, wenn die Glocken läuten, in der ganzen Stadt Mannheim, am Gründonnerstag, der so anders ist, ist das ein Aufruf an: Erinnere dich. Erinnere dich an das, was du nicht vergessen kannst, weil Gott dich und uns nicht vergisst. Deswegen ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte. Und dazu segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.